Hallihallo Leute und willkommen zu einem neuen Weekend-Game. Wir spielen ein weiteres Wimmelbildspiel. Dafür habe ich mich kurzerhand entschieden, da wir ja mit Silent Hill fertig sind und wir bald demnächst Halloween haben in einer Woche, dachte ich, na, was passt denn gut in diese Zeit? Wie kann ich das überbrücken? Ja, wie passt es denn dann auch nächsten Wochenende? Und dann dachte ich, nehmen wir mal etwas Gruseliges. Wir spielen Haunted Halls, das Grauen von Green Hills. Ein etwas schauriger Wimmelbild-Teil aus dem Jahr 2011, wieder von Big Fish Games. Ich habe es noch nie gespielt, ich habe es vor langer, langer Zeit mal angetestet und muss sagen, für ein Wimmelbildspiel war das vom Testen her schon ziemlich unheimlich und schaurig. Und deswegen finde ich, passt es sehr gut jetzt in die kommende Gruselzeit. Nicht, dass es bei mir auf meinem Kanal sowieso immer gruselige Sachen zu sehen gibt. Aber jetzt muss man das ja alles noch ein bisschen übertreiben, denn wir haben ja bald Halloween, wie gesagt. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet, außer dass wir in einem Sanatorium spielen und, glaube ich, auf der Suche nach einem Freund sind oder so. Vielleicht erfahren wir das auch gleich in der Einführung. Ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los mit diesem schaurigen Wimmelbildteil. Viel Spaß mit Haunted Halls. Tim began the investigation at Green Hills Psychiatric Clinic 1 month ago. He said strange things happened there, but he asked you not to worry. It looks like he just didn't want to scare you. The last time you heard from him was a week ago. Since that time, you have no idea where he is or how he is. Having tried to contact him without any success, you decided to find him by yourself. Tims Auto ist in ein paar Wochen, ist es völlig verrostet. Möchtest du die interaktive, nee, wollen wir nicht. Ja, ich habe einen Schirm. Okay, und ich habe hier, was? Ein Wimmelbild vielleicht? Unser erstes Wimmelbild, yeah! Ja, das ist natürlich jetzt nicht Dark Parables und so. Deswegen wird das alles hier natürlich anders ablaufen. In diesem Falle sollen wir natürlich jetzt zum Beispiel die Dinge suchen, die hier angezeigt werden, was ich auch mal blöd finde, weil ich manchmal nicht mal weiß, was ich eigentlich suche. Eine Streichholzschachtel zum Beispiel. Oder eine grüne Feldflasche. Das könnte die hier sein. Ein Tannenzapfen. Da oben. Zwei Nadeln. Die da? Nadeln. Zwei Nadeln. Okay. Hier da eine Kamera auch noch. Oh, da bin ich halt mal nicht so schnell drin wie... ja, andersrum halt. Sonne, Katze, Pfeil. Das ist hier kein Pfeil. Wo ist hier eine Katze? Verdammt, ich mies so ab jetzt schon. Da ist eine Katze. Voll schwer zu sehen. Und das ist erst der Anfang. Okay, Fingerabdruck. Hier. Zwei Nadeln, Isolierband. Komm, das Isolierband. Das muss man doch hier irgendwo... Das da nicht. Isolierband, Isolierband. Was ist das hier? Da ist eine Sonne. Lappen, Ananas, Mutter, Bürste. Bürste? Was ist das? Und das ist eine kleine Muschel oder was? Suchen wir auch einen Stern? Ich habe einen Stern. Marienkäfer. Ananas. Zwei Nadeln. Das. Guck mal, da ist doch eine dran. Was sollen zwei auf dem Haufen sein, oder was? Hier zum Beispiel? Ach so, dann ist da die andere. Okay. Ja, das ist schön. Du kleiner Vogel. Freust dich wohl, dass ich hier so abkack. Kamera. Wo ist denn die Kamera? Wo ist das, eine Brille? Da ist eine Kamera. Zahl 8. Die ist da oben. Kurvenschablone. Ja. Streichholzschachtel. Da.
isolierbaren. Da, ich gucke jetzt mal hier so. Wo soll ich denn mal gucken? Wo ist denn das Isolierband? Ist das das Isolierband? Ne, da ist das Isolierband. Lappen. Ananas. Wenn hier einer Ananas macht, dann bin ich das. Kurvenschablone. Was denn, wo? Kurvenschablone. Kurvenschablone. Pfeil. Der könnte hier doch so schön längs... Aber ist er nicht, ne? Ist er nicht. Wäre ja zu einfach fürs erste Wimmelbild. Gib mir mal einen Tipp. Laserstrahl, Vogel abgeschossen. Was ist denn da? Da war eine Ananas? Wollt ihr mich veräppeln? Ist klar. Wo ist hier die Mutter? Ist sie das da? Oh, ganz, ganz klein, geschickt, versteh. Da. Nee, auch nicht. Da ist sie. Wenn ich jetzt noch den Pfeil finde, du, dann geht's aber ab hier im Spiel. Machen wir nochmal hier so. Ich habe zwar nicht die Kurvenschablone gesehen gehabt, aber jetzt haben wir sie gefunden gehabt. Und jetzt noch der Pfeil. Komm schon. Komm schon. Der Pfeil, der Pfeil. Tja. Der verflixte Pfeil. Ich darf keinen Tipp mehr kriegen. Bin zu schlecht. Ja, irgendwo muss der doch sein. Oder ist das einfach nur so ein Zeigepfeil-Ding und ich suche einen ganz anderen? So Pfeil und Bogen, dachte ich jetzt. Aber vielleicht suche ich auch einen falschen Pfeil. Guck mal, vielleicht suche ich so einen... Ne, so hier lang, rechts lang, links lang Pfeil. Der könnte natürlich viel kleiner sein. Der kann ja überall sein. Der scheiß Pfeil. Mann, was soll denn das jetzt? Da ist der Pfeil, okay. Das sind echt... krasse Wimmelbilder, so. Muss ich ja mal sagen. Guck ich mal hier in die Tür rein. Tims Auto ist abgeschlossen. Mensch, der Tim. Was macht der auch schon? Green Hill. Gehen wir da mal hin. Die Adresse stimmt, doch das Gebäude scheint verlassen. Ich habe eine Zeitung. Das ist hier ein gut verkorktes Abflussrohr. Dann können wir mal hier so links um die Ecke mal gehen. Hallo, junger Mann. Ich brauche deine Hilfe. Warte, lauf nicht davon. Wieder war ein junger Mann. Ein elektrischer Zaun. Werde ich aus oder wird jemand eingesperrt? Du, ich weiß es nicht. Meine Hand passt nicht hindurch. Doch, vielleicht kann ich das Auge zu mir bewegen. Es ist leicht eklig. Vielleicht mit dem Schirm? Warum ist da ein Auge? Ein Wasserhahn ohne Griff ist relativ nutzlos. Gut gemacht. Eine rötliche Substanz klebt an der Wand. Ich hoffe inständig, dass es kein Blut ist. Das hoffe ich auch inständig. Besser ist. Ach, guck mal, da ist der Junge. Er ist davon gerannt. Was? Was? Hä? Los hier. Ach, da gehört das andere Auge rein. Nee, ich soll das Auge nehmen. Okay. Okay. Auf was hackt dieser Krähe ständig herum? Auf dem anderen Auge. Das ist auch irgendwie eklig. Was hat das Spiel hier mit den Augen auf sich? Die Tür ist abgeschlossen. Da gehört ein Skorpion rein und da irgendwas anderes. Eine Fledermaus. Ich höre ein leises Flüstern hinter der Tür. Okay. Was machen wir hier eigentlich? Dann gehen wir mal rechts rum, wenn wir schon mal links rum waren. Ich hätte schwören können, dass dieser Schlauch gerade noch eine Schlange war. Aber es ist nur ein Schlauch. Abgeschlossen. Das ist ein wenig konventioneller. Beide Händen fehlen der Daumen, fehlen die Daumen. Was sind das für Türen alleine hier? Voll das gruselige Sanatorium. Hier ist ein Auge. Was soll ich denn mit diesen ganzen Augen? Gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Was haben wir hier? Der Haupteingang ist abgeschlossen. Wer könnte mich auf der anderen Seite beobachten? Ich klopfe, doch niemand antwortet. Aha.
Mhm. So, und was mache ich jetzt mit dem Scherengedöns? Kann ich hier vielleicht was machen? Im Schlauch? Dem Schlauch vielleicht da irgendwie daran? Können wir den hier anschließen? Ach, wir können den hier anschließen, okay. Ein Wasserhahn ohne Griff ist relativ nutzlos, ja. Wie komme ich den denn da? Warte mal. Können wir was machen? Korks des Dingsbums. Also das kann ich dann nicht benutzen. Ach, da oben ist noch was. Wie grauenhaft, was ist das? Und was will es von mir? Ich weiß es nicht, es sieht aus wie ein riesiger Oktopus-Tentakel-Dings. Vielleicht kann ich das ja irgendwie aufdingsen. Nicht? Hier ist noch was. Ich habe ein Brett. Mache ich jetzt mit diesem Brett? Da fehlen die Daumen. Was mache ich denn jetzt mal? Kann ich das Brett hier da irgendwie ranzwirbeln? Ja, dann spüle ich da Wasser rein und dann kommt das hochgegluckert. Aber ich kann das jetzt irgendwie nicht umfunktionieren hier. Notizen. Oh, der Haupteingang der Klinik ist da abgeschlossen. Jemand beobachtet mich durch den Türspion. Ich hämmerte gegen die Tür, schrie, doch niemand antwortete mir. Mir ist etwas schwindelig. Ich halluziniere noch immer. Ein riesiger Tentakel wand sich aus dem oberen Fenster, glaube ich. Es war derselbe, den ich am Tor gesehen hatte. Doch ich redete mir ein, er sei nicht real. Und jetzt, ich muss weitermachen für Tim. Okay. Machen wir weiter für Tim. Muss hier noch irgendwas zu tun geben. Achso, vielleicht können wir von ihm da irgendwie doch den, das Dings holen. Hier. Können wir vielleicht ein Feuer machen? Oder? Weiß ich auch nicht. Hm. Gib mir mal einen Tipp, du. Ach, ja, aber was soll ich denn mit den ganzen Brettern? Brettergedöns hier. Brett, Brett, Brett. Hier ist doch was in den Büschen. Dieser vernachlässigte Strauch hat einige tote Zweige. Aha. Mhm, Zweige. Oh, ja. Und jetzt können wir ein Feuer machen. Aber wo? Wo denn? Kann man hier eigentlich noch wohin? Aber wir können auch nach rechts hier. Ja, ach so. Kann man das? Ja, das sollte ich vielleicht auch beachten. Ich habe einen Stein und ein Auge. Noch eins. Oh Gott. Tim, um Himmels Willen, was haben Sie dir angetan? Ein Brett. Oh Gott. Was ist mit dem hier? Mein armer Tim, ich muss ihn retten, bevor es zu spät ist. Oh Gott, und man sieht ihn jetzt direkt am Anfang des Spiels schon. Oh Gott, und der ist jetzt hinter diesem Gitter. Das ist voll schlimm. Ich sag ja, das ist schon übel, das Spiel hier. Also, ja. Nur ein Irrer würde einen Schlüssel in einen Bienenstock verstecken. Ich muss die Bienen ausräuchern. Kriegen wir hin. Pass mal auf, du. Das wäre der ideale Ort, um ein Feuer anzuzünden. Ja, ich bin dabei. Mach mal hier die Bretter hin. Das ist ein Problem. Hä? Was willst denn du hier? Ich will da jetzt ein Feuer machen. Oh Gott, Tim. Tim! Mit den Rosen. Ich beugte mich zu den Rosen hinab, doch sie hatten absolut keinen Duft. Kann ich die auch noch abschnibbeln? Wie mache ich denn jetzt hier das voll? Bestimmt fehlt mir ein Stück Holz. Mir fehlt ein Stück Holz, ne? Kann das sein? Warte, dann gehen wir nochmal da und dann nach links. Geht das nicht? Warum denn nicht? Mann. Das sind drei Bretter Holz. Wieso reicht das nicht?
Soll ich jetzt erstmal mit den vielleicht Zeitung? Ach, Zeitung. Okay. Ganze Mist hier. Okay, ich sollte damit anfangen. So, jetzt. Auch nicht. Zweige, dann haben wir es, ja? Haben wir. Schön. Schönes Ding. Verflixte Bienen, ich brauche mehr Rauch, um sie... Ja, wir haben noch unseren Regenschirm. Schirm. Was ist denn das Problem? Muss mehr Rauch entwickeln, um die Bienen auszuräumen. Ein paar trockene Zweige. Okay, hier. Bitteschön. Jetzt aber. Ich habe einen Schlüssel. Tim! Tim! Ich glaube, ich muss hier rein erstmal, damit wir dann ins Haus kommen. Vielleicht ist der Schlüssel aber... Doch, der Schlüssel ist für hier. Okay. Weil da hinten war ja auch noch was. Oh Gott, jetzt kommen wir hier rein. Rein ins gruselige Sanatorium. Hi. Diese Halterung hat große Ähnlichkeit mit einer Augenhülle. Ach, was. So, dann... Wo soll denn das rein jetzt? Welches Auge darf es denn sein? Keins von denen? Was wollt ihr dann von mir? Mach mal eine Notiz hier. Im Bienenstock steckt ein Schlüssel. Ich hoffe, der Schlüssel gehört zum Haupteingang. Ich muss die Bienen loswerden, bevor ich mir den Schlüssel schnappen kann. Vielleicht kann ich Papier, einige Bretter und trockene Zweige. Ja. Pack das doofe Auge doch mal irgendwo rein. Muss doch irgendwo reinpassen. Nicht? Kann ich mit dem Stein dann zurück? Ja, dann... Dann geh aber auch ganz raus jetzt hier. Das ist dann falsch anscheinend. Du? Vielleicht muss ich mit dem Stein hier irgendwie drauf kloppen. Mit dem Stein dahin können wir mal eine Scheibe einschlagen. Tim! Wir werden einen Weg finden, dich zu retten. Mit meinem Stein, meinen Augen und meinem Regenschirm werde ich dich retten. Hier gibt es nichts zu tun. Hier gibt es nichts zu tun. Ist hier ein... Ach! So, da war noch ein Auge. Das zu holen im Mülleimer. Und das geht auch nicht. Willst du mich verarschen? Welches denn dann? Na, dann fehlt hier aber noch ein Auge, ne? Ich habe hier irgendwas übersehen noch. Kleiner. Ich werde das schon noch hinkriegen hier. So einen Daumen ranbasteln, ranzwirbeln. Und dann, gib mir mal, sag mal. Hier gibt es nichts zu tun. Was wollen die denn dann? 1, 2, 3, 4... Blau und blau. Das wird doch passen. Nee. Es will einfach nicht gehen. Gibt es nichts zu tun. Nö. Soll nicht sein. Und wenn wir nochmal ganz zurückgehen zum Auto, vielleicht ist hier ja noch was. Ja, da kommt das Tentakelvieh. Okay. Da unten. Dieses glitzernde Etwas ist zu weit weg. Ha, ich habe ein Ventil. Guck mal einer an. Mhm. Nee, da nicht. Aber hier. Yay! Da kriege ich mein Auge. Und erst. Und dann geht das nämlich auch bestimmt. Jetzt aber. Komm, nun mach schon. Jawohl. Ja, wo willst du denn dann rein? Wo ist dein Problem? In dieser Halterung habe ich bereits ein Auge eingesetzt. Ja, und jetzt die anderen. Geh da jetzt rein in das Ding. Habe ich noch eins? Nein. Was fehlt mir denn jetzt? Kann ich mit einem Stein... Glasscheibe einschlagen... Kann hier nichts machen.
Wo soll ich denn dann was machen? Nirgendwo gibt's was zu tun. Gibt's hier was zu tun? Ja, aber wie kriege ich denn... Ah, mit dem Stein den Vogel abschmeißen? Ey, was ist das denn? Ich dachte, ich soll den Vogelfutter oder so suchen. Ja, okay. Ja, okay, es ist ein gruseliges, böses Spiel. Ich hab's verstanden. Ich werde in Zukunft böser denken. Ja, geht doch. Alles klar, jetzt kommt das lustige Augenspiel, bei dem man was machen soll. Keine Tipps, nix. Hilfe. Verschiebe die Blöcke mit den linken und rechten Pfeilschaltflächen, um die Augen nach unten zu bewegen. Blöcke mit einem X sind die letzten in der Reihe. Klick auf zurück, falls es bla. Okay. Toll, jetzt ist es durchgehuscht. Das Auge. Ja, das ist ja lustig hier. Ja, was mache ich jetzt? Scheiße. Kommt hier noch einer? Eine Lücke irgendwann mal? Nö. Schön. Kann das Auge da hinten durchkommen? Oder so? So auf der anderen Seite wieder raus? Menno. Okay, das ist jetzt durch. Wie kriege ich das durch? Gar nicht, ne? Bin ich verkackt. Schon wieder. Wie soll das gehen? Oh, jetzt muss ich das zurück machen. Zurück. Dann machen wir halt erst so. So, dann ist das schon mal ein bisschen weiter als vorher. Oder bin ich jetzt an derselben blöden Stelle? Ja, das ist super. Doch, so. So kann man machen. Ja, prima. Guck mal, das geht ja hier. Super geht das. Jetzt sind sie sogar zusammen. Plupp. Ja, wunderbar. Das lustig fröhliche Spiel Augenspiel. Tja, ich gebe mir Mühe hier. Wo ist das andere Auge hin? Jetzt habe ich es verloren. Da ist es. Na. Nicht, dass er mir noch verloren geht hier.
Das macht ihr aber schön, meine kleinen Äugleins. Wo soll der jetzt hin? Bis es nicht mehr geht. Na, der geht aber noch. So, damit die auch da... Das ist nicht gut, warte. Können wir die dann nicht durchbringen? So, der ist schon mal weg. Der ist auch weg. Ich muss mich nur noch hier um den letzten kümmern. Wie lange dauert denn das hier? Ja. Na, endlich. Haben wir das geschafft? Notizen. Endlich bin ich im Gebäude. Das Innere sieht noch grauenhafter aus als das Äußere. Die Rezeption ist menschenleer. Ich muss Tim wohl allein finden. Ja. Und damit legen wir los mit einem neuen ultimativ schwierigen Wimmelbild. Wir wollen ja unsere grauen Zellen nicht vernachlässigen. Zwei Schmetterlinge. Leute, zwei Schmetterlinge. In diesem ganzen schönen Gewusel. Bitte finden. Jetzt. Schmetterlinge. Meine kleinen, drolligen Schmetterlinge. Zum Beispiel hier so ein Papierschmetterling. Ist das ja auch ein Schmetterling aus Schleifen gebastelt? Nein. Balletttänzerin. Krankenakte. Dann suchen wir wieder einen Schirm. Ja. Schere, Würfel, Maske. Maske. Schere. Schere, 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 Schere. Ja, Handschuhe, Atommodell. Hier, Würfel. Sanduhr. 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 Zwei Spritzen. Spritze Nummer 1. Spritze Nummer 2? Nee. Ja, das ist prima. Federstern, Seil. Da ist ein Gürtel. Ein Kabel. Ein Stern. Hatte ich den nicht irgendwo schon gesehen? Habe ich nicht irgendwo schon einen Stern gesehen? Was ist das da? Weiß ich nicht. Die Handschuhe. Schirm. Schirm. Balletttänzerin, Schachfigur, wo ist die Schere? Ist das da oben eine Schere? Hier ist die Schere. Feder, Stern, Seil, Feder. Stern. Der backt irgendwo an der Seite, keine Ahnung, da ist ein Stern. Seil und, was ist das, ein X? Ein X. X. Seil. Da ist ein Seil. Atommodell und die Spritze. Hier sind Schlüssel, falls wir welche suchen. Aber wir suchen auch noch einen zweiten Schmetterling. Ich zumindest. Da ist das Atommodell. Ist das ein Schmetterling? Nein. Das war eine Motte. Das ist kein Schmetterling. Und eine zweite Spritze. Tadam. Das da? Habe ich, glaube ich, schon mal gedacht. Wo ist die zweite? Da oben liegt die Spritze, die eher aussah wie ein Schraubenzieher. Krankenakte. Kann ich mir das angucken? Endlich bin ich im Gebäude. Mm-mm. Krankenakten. Einträge. Was haben wir hier denn noch? Ein Wasserkocher.
Ich habe ein Buch gefunden. Und mit dem Dampf kann ich irgendwas bestimmt noch öffnen, machen. Keine Ahnung. Mach mal aus. Ja, hier ein Kaktus. Voll wichtig zum Mitnehmen. Ich übersehe sowieso immer was. Was ist hier? Diese Uhr ist zu verängstigt. Die Uhr ist zu verängstigt, um die Zeit anzuzeigen. Nee, ist klar. Hell. Die Uhr ist verängstigt. Und was ist mit dir? Du bist nicht verängstigt, oder was? Zum Beispiel wegen ihm hier. Was geht hier vor sich? Dieses Sanatorium ist wie ein lebensechter Albtraum. Ach was. Bin ich die Einzige, die das für einen seltsamen Fluchtplan hält? Ja. Und dann gehen wir da mal rein. In den gruseligen Flur. Meine Güte, Klavierspiel, eine monströse Tentakel. Geht es nicht mit rechten Dingen zu. Ich habe noch ein Buch. Die Tentakel dieses Monsters spielen Teppich ziehen mit mir. Die versperren mir den Weg. Okay, ich kann hier rein. Es wäre schön, wenn ich mehr Licht hätte. Hier ist es finster wie in einer Mine. Ich muss irgendwie das Licht anschalten. Ja. Jetzt vielleicht noch nicht. Was ist hier? An der Tür fehlt die Krankenakte des Patienten, wo sie wohl ist. Hier, bei mir. Ah. Jetzt können wir da auch rein. Ach, und jetzt sind wir hier drin, armer Kerl. Seine Angst ist greifbar. Ich kann ihn einfach nicht leiden sehen. Ein Raum voller Wasser, irgend so ein Patient, der Angst hat. Ich habe Fliegenpapier. Sehr praktisch, finde ich, auch im Sommer. Die Wasserspeier machen alles noch schlimmer. Vielleicht kann ich etwas Saugfähiges darauf tun. Ich habe einen Dreizack. Also er hat Angst vor dem ganzen Wasser hier? Oder was? Ein hungriger Aal bewacht die Pumpe. Können wir den einfangen? Können wir den mit dem Dreizack irgendwie... Nee? Hm. Mit den Händen kann ich ihn nicht fassen, aber damit... Achso, dann geben wir ihm hier jetzt den Fisch vielleicht. Hier? Nee? Was denn dann? Rankenfüßler blockieren... Füßer blockieren die Pumpe. Ein wenig Schrubben sollte helfen. Aber da ist ja der Aal. Das Wasser könnte verseucht sein. Ich sollte besser nicht darin baden. Was habe ich jetzt? 2943. Was mache ich damit? Ja. Tut mir leid, mein Freund. Warte, da war noch ein Seestern. Kann ich den nehmen? Ja! Und noch was. Ein Seestern. Ganz viele Seesterne. Was mache ich denn mit den ganzen Seesternen? Hä? Tja. Ich weiß nicht, was macht man mit den Seesternen? Hier. Komm und schnapp sie dir. Komm und schnapp sie dir. Seesternherrn. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns im nächsten Paar von Haunted Halls. Das Grauen von Green Hills. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, den ersten Teil mal etwas schauriger hier. Ja, mit düsterer, chaotischer Musik im Hintergrund geht es dann weiter hier im Sanatorium. Bis dann.